Aus mythischer Dämmerung wächst eine moderne Supermacht. Ohne falsche Bescheidenheit. China und Indien werden die Welt regieren. Zwischen Aufsteigern und Abgründen, zwischen Neid und Not, greift ein Ziegenhirte nach den Sternen. Und ein Junge entkommt dem Fluch der Totenfeuer. Wo Religion Hass gebiert, fürchtet eine Muslimin um ihr Leben. Wo Gandhi Frieden säte, droht eine Ernte der Gewalt und ein Kampf zwischen Mythos und Macht. Wer die Augen schließt und an Indien denkt, der sieht wahrscheinlich das. Die Eisenbahn, die das Land zusammenhält in ihrem rostigen Griff. Ein Dinosaurier, ein Monstrum, gutartig zwar, aber angenagt bis ins Mark. Großer Bahnhof für den Chef. Der Mann, dessen Zorn alle fürchten und um dessen Gunst alle buhlen. Lalu Prasad Yadav, Indiens Eisenbahnminister. Auf sein Kommando hören 1,6 Millionen Angestellte. Indiens Bahn ist der größte Arbeitgeber der Welt. Lalu ist mächtig. Und mächtig beliebt ist er obendrein. Viele Leute. Er hat die Bahn modernisiert und die Preise gesenkt. Aber zufrieden ist er nicht. Ich sitze hier und schaue mir alles an. Viel Müll. Muss man mal einsammeln. Mit Tüten oder so. Collected and removed from line track. Das auch. Dreck. Und da sogar ein Hund. Boat is also moving. People are crossing line. Lalu hat es geschafft. Er hat die Bahn aufs Erfolgsgleis geschoben. Huge money. Are coming from abroad. Viele Ausländer wollen Geld bei uns investieren. Sie verlangen ein Schienennetz, Straßen, Energie, Flugzeuge. Wer seine Tore öffnet, der muss der Welt auch Weltklasse bieten. Das Zeitalter ist global, nicht lokal. Indien ist nicht mehr zu stoppen. Selbst in der Krise vergleichsweise gut aufgestellt. Seine Bankbilanzen sind relativ unverseucht, seine Wirtschaft nicht so exportabhängig wie die der Chinesen. Aber sein größtes Kapital sind Unternehmergeist, Fleiß und solide Ausbildung. Landeanflug auf Neu-Delhi, die Maschine aus New York. Kein Fleck und kein Fussel darf stören. Der Passagier ist ein Perfektionist. Dr. Naresh Trehan, der berühmte Herzchirurg, war in den USA auf Investorenjagd. Er hat große Pläne. Wir haben viele Patienten, sind technologisch auf dem neuesten Stand und unsere Ärzte gehören zu den besten der Welt. Als junger Mann hat Dr. Trehan im Ausland sein Glück gesucht. Gefunden hat er es heute daheim, in Indien.
Klingt vielleicht arrogant, aber Gott hat uns Indern viel Grips gegeben. Ich bin voller Zuversicht. Für sich und für sein Land. Unsere Zukunft wird riesig. Gleiches gilt wohl für die Medizinbranche. Indiens Luxushospitäler gleichen Hotels mit Gästen, Verzeihung, Patienten aus aller Welt. Eine Milliardenindustrie, der Medizintourismus. Dr. Trehan ist der Superstar mit Skalpell. Der Chirurg operiert wie am Fließband. Wechselt von einem OP-Tisch zum anderen. Unter dem Messer hier ein herzkranker Texaner, der seinen Bypass in Indien viel günstiger bekommt als daheim. Dr. Trehans Herzensangelegenheit ist Indiens Zukunft. Man muss den Moment erkennen und zupacken. Und genau das machen wir. Unterwegs in die Zukunft. Die Geschichte immer vor Augen. Am Roten Fort in Delhi sind die Herren der Finsternis aufmarschiert. Und Dr. Trehan auf der Ehrentribüne. Zum Kampf von Rama gegen Ravana. Zum Sieg des Guten über das Böse. Aber der Doktor weiß, dass Indien heute mit ganz anderen Dämonen zu kämpfen hat. Kastenwesen, Korruption, religiöse Gewalt und das schwere Erbe einer langen Kolonialzeit. Dieses Land war 250 Jahre lang besetzt. Und als sie abzogen, haben sie es in Brand gesteckt. Sie haben es aufgeteilt und bis heute herrscht kein Frieden. Überall brennen die Lunten, überall. Pakistan brennt lichterloh. Trotzdem sage ich voraus, dass im nächsten Jahrtausend Chinesen und Inder die Welt regieren werden. In Jahrtausenden wird auch die Geschichte dieser Stadt gemessen. Varanasi, die Heilige. Hier schlägt das Herz des Hinduismus. Ein Glaube, der vielen Stärke gibt und Trost, der aber auch spaltet und beiseite schiebt. Die Feuer des Manikarnikagat brennen seit Urzeiten. Sie verzehren menschliche Körper. Wessen Leichnam hier verbrennt, der findet Erlösung. Den Toten mögen die Flammen die Freiheit bringen. Die Lebenden bleiben gefangen in ihren Kasten. Die Feuer füttern die Dalits, die Unberührbaren. Ramji Chaudhuri ist ein Dalit. Geboren in die Kaste der Totenbrenner. Chancenlos, ausgegrenzt, einer von 160 Millionen Unberührbaren. Ohne Pan läuft nichts. Ein Mix aus Betelnuss und Tabak. Das Pan hilft gegen den Gestank. Aber gegen das, was ich jeden Tag sehen muss, da hilft dann nur Schnaps. Sonst kriegt man den Anblick der vielen Toten nicht aus dem Kopf. Den lästigen Affen ist sie einerlei, die grimmige Würde dieser Siedlung. Und so beginnt Ramjis Tag mal wieder mit der Affenjagd. Los, verschwindet! Macht schon! Haut ab! In Enge und Armut lebt die Familie. 6 Personen in 2 Zimmern. Sie fügen sich, wie so viele Dalits, in ihr Los.
aber nicht Raja Babu, der älteste Sohn. Also, ich konnte nicht an den Totenfeuern arbeiten. Ich bin fast erstickt in dem Rauch. Ich wollte viel lieber zur Schule gehen und was lernen. Ich habe Gott um Hilfe gebeten. Glück und Geschick kamen zusammen und sie fanden einen Ausweg. Einmal brachten sie mir den Leichnam eines Professors. Das war meine Chance. Ich sagte, den verbrenne ich aber nur, wenn mein Junge studieren darf. Und dann haben sie ihn an der Uni genommen. Dass wir so leben müssen, ist schlimm genug. Aber unsere Kinder und unsere Enkel, die sollen was erreichen im Leben. Wer was erreicht hat im Leben, der kann hier shoppen gehen. In der Goldsuk Mall in Delhi. Gold, Juwelen, Brillanten auf 4 Etagen. Indien hat heute eine Mittelklasse von gut 300 Millionen Menschen, die sich allerhand leisten können. Aber ein tiefer Riss entzweit das Land. Und gleich neben dem Luxusleben gähnt der Abgrund und darin bodenloses Elend. Und Wut. Weil der Geist Mahatma Gandhis im heutigen Indien scheinbar nichts mehr gilt. ...25.000 landlose Bauern marschieren nach Delhi. Sie wollen Gerechtigkeit und sie wollen teilhaben am neuen Wohlstand. Denn an ihnen ist die Zeit schlicht vorbeigegangen. Auf dem Land, in den Dörfern, hat sich seit 60 Jahren nichts verändert. Keine Spur vom modernen Indien. Seit über 30 Jahren kämpft Aruna Roy gegen die Armut und gegen die Ungerechtigkeit. Was ist denn das für eine Supermacht, in der eine dünne Oberschicht alles hat? Autos, Yachten, Flugzeuge. Und die anderen haben nicht mal ein Fahrrad. Unmöglich. In einer Demokratie muss jeder was abbekommen vom Wohlstand. Seit 3 Wochen marschieren sie. 4 von ihnen sind unterwegs schon gestorben. Rast in der drückenden Mittagshitze. Es gibt Reis, Fladenbrot, Gemüse. So gut essen viele von ihnen daheim selten. Sie finden Freunde und Helfer unterwegs. Viele spenden etwas. Denn sie verkörpern Indiens schlechtes Gewissen. Leute wie dieser Tagelöhner aus der Provinz Bihar, der eine 15-köpfige Familie ernährt. Wenn ich mal keine Arbeit finde, müssen wir hungern. Und wer gibt denn einem alten Mann wie mir schon Arbeit? Seit 10 Jahren warten sie darauf, dass die Regierung ihr Versprechen einlöst und ihnen Land überschreibt. Immer wieder sind wir zu den Beamten gegangen, aber die haben uns weggedrängt. Das Land haben immer noch die Reichen und jetzt haben wir Angst, dass die uns umbringen könnten. Ein Stück Papier, mehr haben sie nicht. Das hüte ich wie meinen Augapfel. Das beweist nämlich, dass ich Anspruch auf das Land habe. Wieder werden sie eine Nacht neben der Fernstraße verbringen. Immer näher kommen sie der Hauptstadt und den Politikern, die ihnen helfen müssen. Bihar
Bihar im Nordosten ist Indiens Armenhaus. Aber dieser Marsch ist nicht Protest. Sie bringen das heilige Wasser des Ganges. Den prächtigsten Festschmuck hat das Anwesen des Eisenbahnministers. Lalu und die Seinen lassen sich von einem Brahmanen durch die Puja lotsen, das komplizierte hinduistische Gebet. Brahmanen stehen ganz oben im Kastenwesen. Lalu kommt von ganz unten, aus der Kaste der Ziegenhirten. Aber das konnte ihn nicht aufhalten. Er hat aus seiner Kaste eine politische Kraft geformt, die ihn nach ganz oben wählte. Ich habe immer für die Armen gekämpft. Das Volk trägt mich. Ich habe mit nichts angefangen und jetzt bin ich ihr Held. Pressetermin beim Helden. Er tritt auf wie ein kleiner König und er fühlt sich wohl auch wie einer. Ich habe noch zu tun. Verschwindet jetzt, schnauzt er mit Humor. Dafür lieben sie ihn. Und für seine puschigen Ohren. Er war Ministerpräsident des Bundesstaates Bihar und ist jetzt eine Stütze des Kabinetts. Aber viele trauen ihm noch viel mehr zu. Lalu ist der lebende Beweis, dass heute alles möglich ist in Indien. Sie verehren Durga, die Göttin der Vollkommenheit. Ihre vielen Arme zeugen von unbändiger Kraft. Und die verspürt auch Lalu, der Aufsteiger, der noch weiter nach oben will. Na klar, jeder Politiker will Premierminister werden. Ein neuer Morgen in Varanasi. Wieder Affentheater. Raja Babu hat das Badezimmer belegt. Der Dalit-Junge, der studieren durfte, weil sein Vater den toten Professor verbrannte. Ich konnte mein Glück kaum fassen, aber die anderen Studenten haben mich sehr wohl spüren lassen, was sie von mir und meiner Herkunft hielten. Das war nicht sehr angenehm. Die lebenslange Arbeit im Reich der Toten bleibt ihm erspart. Er hat einen Job bei Indiens größter Firma gefunden, Reliance. Wie fein des Lebens Ironie sein kann. Nur ein paar Kilometer von den Totenfeuern verkauft Raja Babu Lebensversicherungen. Vielleicht kann ich noch weiter aufsteigen und werde nach Delhi versetzt. Das habe ich mir niemals träumen lassen. Ich bin tatsächlich ein kleiner Teil des neuen Indiens. As a part of New India. Dr. Trehan macht Visite. Nicht bei seinen Herzpatienten, sondern auf der Baustelle seiner geplanten Megaklinik. Auch die ist Teil des neuen Indiens, mit alten Problemen. Die Arbeiten sind weit hinter dem Plan zurück. Und Dr. Trehan mag die Fenster nicht. Wieso hat mir niemand das Glas gezeigt? So eine Geldverschwendung. Sowas hätte ich nicht mal unter Drogeneinfluss genehmigt. Und die ganze Struktur gefällt mir auch nicht. Alle 4 Meter eine Säule. Genau das wollten wir vermeiden.
Sieht aus wie ein Taubenschlag. Grauenhaft. Ich wünschte, ich hätte das nicht sehen müssen. Egal, wir müssen weitermachen. Und trotzdem sage ich, man muss alles versuchen. Das Navrati-Fest in Gujarat. Für 9 Nächte wird die ganze Innenstadt zu einer einzigen Tanzfläche. Es ist ein Göttertanz der Hindus. Aber auch Moslems tanzen mit, als würden hier die Gräben zwischen den Religionen überwunden. Wenn Zehntausende feiern und lachen, sich drehen immer schneller. Angefeuert von Trillerpfeifen der Polizei, im Rausch der Rhythmen, bis zum Morgen. Sharifa Chiba tanzt nicht mehr. Nicht mehr mit Hindus. Das Fest bringt mir den Schmerz zurück. Ich kann mit Hindus nicht mehr feiern. Dabei sind sie Nachbarn, Hindus und Moslems in Ahmedabad. Direkt nebenan wohnte eine Hindu-Familie. Es war wie meine eigene. Moslem oder Hindu, das war uns doch egal. Dafür hat Gujarats berühmtester Sohn gekämpft, Mahatma Gandhi. Gandhi-Denkmäler gibt es noch viele, aber seine Träume für Indien sind zerstört. Kurze Hosen, lange Schlagstücke. Appell der RSS. Das Freiwilligenkorps der Hindu-Nationalisten. Männer, es gibt immer noch Leute in diesem Land, die verkörpern das Böse. Sie sind wie Dämonen, die unseren Glauben angreifen. Die Dämonen, die sie meinen, sind Indiens 150 Millionen Moslems. Wenn es nach ihnen ginge, wäre Indien ein hinduistischer Gottesstaat. O Herr, singen sie, verleihe uns deine überirdischen Kräfte. Der Pesthauch von Intoleranz, Hass und Gewalt. Das muslimische Monster wird immer dreister und greift sogar schon nach dem Amt des Premierministers. Das sind nicht nur leere Drohungen von ein paar Unbelehrbaren. Einem anderen Glauben anzugehören, das kann in Indien immer noch tödlich sein. Keiner hat den Schrecken vergessen, der 2002 über Ahmedabad kam. Auch die Familie von Sharifa nicht. Auch ihr Leben ist nicht mehr wie früher. Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf einen Zug mit Hindu-Pilgern forderte damals 58 Menschenleben. Die Rache kam schnell und war fürchterlich. Sogar unsere Nachbarn ließen sich von dem Hass anstecken. Sie überfielen uns und raubten uns aus. Der alte Mann, den ich lange gepflegt hatte, jagte mich aus dem Viertel. Sie hatte noch Glück. Über 2000 Moslems wurden auf brutalste Weise vom Hindu-Mob ermordet. Einer der Anführer erklärt, wie die Attentäter vorgehen. Eine versteckte Kamera läuft mit. Wir haben keinen muslimischen Laden ausgelassen. Alles hat gebrannt. Alle wurden erledigt. In jedem Haus schossen wir als erstes auf die Gasflaschen. Die explodierten dann.
Die Brandstifter und Mörder wurden nie zur Verantwortung gezogen. Im Gegenteil. Politisch sind die Hindu-Fanatiker so stark wie eh und je. Vor allem in Gujarat. Gandhis Heimat ist zutiefst gespalten. Die Erwachsenen können vielleicht eher mit sowas umgehen, aber die Kinder sind für immer gezeichnet. Sie fragen, ist Indien etwa nicht unsere Heimat? Ist es eine Sünde, Moslem zu sein? Was soll man ihnen antworten? Ich bin doch hier geboren. Das ist auch mein Mutterland. Aber sie meinen wohl ein anderes Mutterland. Und darin ist kein Platz für Moslems. Wer andere beherrschen will, der braucht Macht. Und Macht bekommt man nur mit Waffen. Mitten unter ihnen sitzt mindestens einer, der nicht erwarten kann, bis wieder Blut fließt. Der Scharfmacher. Ich bin doch kein schwächlicher Vegetarier. Die dürfen sich nicht vermehren. Man muss ihn niedermähen. Und basta, das ist meine Meinung. Bihar im Nordosten, Indiens Armenhaus. Ein Land voller Schönheit und grausamer Not. Elektrischer Strom ist ein Luxus. Kochfeuer sind aus Kudung und Licht spendet Kerosin. Und auch in vielen Köpfen bleibt es dunkel. Nur die wenigsten können lesen und schreiben. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 80 Euro im Jahr. Von hier sind viele aufgebrochen zum Marsch der Landlosen. Auch sein Großvater, der Mann von Frau Devi. Wir haben niemals Land besessen. Alles, was wir haben, ist Armut. Die Familie, 15-köpfig, teilt sich 4 Zimmer. Dazu die Schweine. Wir leben wie die Tiere. Meinen Sie, das tun wir gerne? Vor 10 Jahren schon hat man ihnen dieses Feld versprochen. Aber noch gehört es ihnen nicht. Deswegen ist der alte Mann nach Delhi aufgebrochen. Wir hoffen, dass er was erreicht. Sonst hätte er ja auch hier bleiben können und müsste nicht einen Monat marschieren. Hoffnungsvoll gehen auch die Kinder zur Schule. Aber wieder sind keine Lehrer da. Der Staat bezahlt sie nicht. Das nächste Krankenhaus hat 2 Kreissäle, aber keine Ärzte. Indiens Bauern können sich buchstäblich keine Krankheit leisten. Es herrscht die nackte, pure Not. Und die konnte Dr. Arjun Singh nicht länger mit ansehen. Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden. Ich komme aus einer Bauernfamilie. Jedes Mal, wenn ich ein Kind sehe, ohne Schuhe, schmutzverschmiert, mit zerrissenen Kleidern, dann sehe ich mich selbst. Deshalb kommt Dr. Singh an seinem freien Tag aus der Stadt, um hier zu helfen. Ohne Bezahlung. Heute 2 Blinddarmoperationen. Der OP, ein Schuppen. Erinnerung an einen schwarzen Tag vor 45 Jahren. Mein Cousin hat damals eine solche Operation nicht überlebt. Er war erst 18 Jahre alt.
Mein Vater nahm mich bei der Hand und führte mich zu meinem Onkel. Du hast deinen Sohn verloren, sagte er. Deswegen schenke ich dir meinen Jungen. Das war der Moment, als ich beschloss, Arzt zu werden. Ich denke jeden Tag daran. Die erste Operation ist gut verlaufen. Dann kommt die zweite Patientin, auch eine junge Frau. Es gibt Komplikationen. Der Blinddarm platzt, Infektionsgefahr. Das kann tödlich enden, unter diesen Umständen. Niemand verschwendet einen Gedanken an die Menschen auf dem Lande. Millionen sterben an Krankheiten, die eigentlich heilbar sind. Keiner kümmert sich. Medizin ist ein Geschäft geworden. Aber ich mit meiner Geschichte kann nicht anders, als zu helfen. Ohne seine Hilfe hätte die junge Frau ihre Blinddarmentzündung nicht überlebt. Der Vater von Dr. Singh schloss sich damals Gandhi an. Aber dies ist wohl nicht das Indien, von dem er träumte. Korruption ist überall und jeder weiß das. Wenn die Regierung nicht endlich was dagegen unternimmt, dann werden es eben andere versuchen und dann wird es Blutvergießen geben. Für unsere Entwicklung wäre das gar nicht gut. Mancherorts hat das Blutvergießen schon begonnen. Einige Volksgruppen haben den bewaffneten Kampf gegen die Regierung aufgenommen. Weite Teile des Landes werden von Rebellenaufständen erschüttert. Brigadegeneral Ponwar hat bisher im Grenzgebiet gekämpft. In Kaschmir gegen Pakistan. In Assam gegen Separatisten. Aber diese Front verläuft mitten durchs Land. Terrorbekämpfung. Dschungelkrieg. Ausbildung unter Hochdruck. For a long time. Die Rebellen hat man zu lange gewähren lassen. Heute haben wir 12.000 Aufständische, die zu allem bereit sind. Und es werden ständig mehr. Indien versinkt unter einem roten Teppich. Mit Dorfpolizisten gegen Dschungelkrieger. Do something for India. Um mein Land zu retten, bin ich nach Bastar gekommen. Hier brennt es. Die Hügel von Bastar sind Aufmarschgebiet der Rebellen. Und die Heimat von Volksstämmen und Minderheiten, um die sich nie jemand gekümmert hat. Erst jetzt, denn das boomende Land braucht die Rohstoffe. Es bleiben verschmutzte Flüsse, zerstörter Urwald. Ureinwohner auf der Flucht. Der beste Nährboden für die Rebellenarmee. Mit ihren eigenen Mitteln, mit nackter Gewalt, soll Brigadegeneral Ponwar sie aufhalten. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber was wir anfangen, bringen wir zu Ende. Maoisten, Terroristen. Reich gegen Arm. Hindus gegen Moslems. Der Kampf um Indiens Zukunft hat viele Fronten. Und entschieden ist er noch lange nicht. Lade!
Wo bleibt denn der Wagen? Ein Mann des Volkes will zum Bad in der Menge. Lalou hat Probleme. Korruptionsverdacht. Er soll Millionen unterschlagen haben. Er hat deswegen schon im Gefängnis gesessen. Und nun gibt es neue Vorwürfe. Ich bin unschuldig. Wo das Geld ist? Naja, das habe ja nicht ich genommen, sondern diese Bürokraten. Jetzt macht er seine Anhänger mobil. Sie glauben immer noch an ihn. Obwohl er als Ministerpräsident von Bihar nicht viel für die Armen getan hat. Aber schuld daran sind natürlich die anderen. Die Zentralregierung hat alle Gelder für Bihar blockiert. Sie wollten mich auflaufen lassen. Und warum? Weil sie dachten, ach sieh mal an, Lalou kämpft gegen die oberen Kasten. Das stimmt doch gar nicht. Ich wollte nur, dass die Armen, die Habenichtse, ihre Rechte bekommen. Und jetzt sollen diese Habenichtse ihm zur Hilfe kommen. Treffpunkt 11 Uhr in Patna, im Gandhi-Park. Sonderzüge rollen, wenn der Eisenbahnminister zur Kundgebung ruft. Hier kommen die Hirten und die Bauern der Unterkaste, die Lalou nach oben gebracht haben. Lang lebe Lalou, rufen sie. Dass er wenig für sie getan hat, ist plötzlich egal. Wichtig, er ist einer von ihnen. Er hat es geschafft, die Kasten gegeneinander auszuspielen. In der größten Demokratie der Welt kann man damit weit kommen. Die Hirten von Bihar, Stimmvieh sozusagen. Sie haben gesagt, ich sei jetzt ohne Macht, prahlt er. Dann sollen sie doch mal herkommen und sich das hier ansehen. Lalou hat Hoffnungen geweckt und Zwietracht gesät. Es ist ein gefährliches Spiel. Das Spiel mit der Macht in Indien. In Varanasi, wo die Totenfeuer brennen, ist Ramji, der Dalit, noch immer stolz darauf, dass sein Sohn es geschafft hat. Aber in seinem Büro hat er ihn noch nie besucht. Ich komme zwar jeden Tag vorbei, aber ich war noch nie drin. Das möchte ich nicht. Der Junge weiß, du kannst zwar deine Kaste verlassen, aber sie verlässt dich nicht. Im Büro weiß keiner, wo ich herkomme. Wenn sie es wüssten, würden sie mich anders behandeln. Aber wenn ich eine hohe Position und Geld hätte, dann würden sie so tun, als akzeptierten sie mich. Geld regiert die Welt. Das wollen sie nicht hinnehmen. Nach 26 Tagen sind die Landlosen am Ziel. In Delhi, der Hauptstadt. Die Polizei versperrt den Weg zum Parlament. Die Aktivistin Aruna Roy ist wütend. Selbst wenn ihr auf uns schießt, wir werden nicht weggehen. Wir sind arm, aber die Verfassung garantiert allen die gleichen Rechte. Wir sind keine Bettler, wir fordern, was uns zusteht. Hum apna adhikar chahte hain.
Sie sind nicht bis hierher gekommen, um sich einfach abdrängen zu lassen. Es ist ein Krieg um unser Land, rufen sie. Aber Krieg gibt es zum Glück nicht. Die Demonstration endet friedlich. Unsere Forderungen werden überprüft, ruft Aruna Roy. Besser als nichts. Doch wieder mal bleiben nur Versprechungen. Meine Enkelkinder hätten ein besseres Leben, wenn wir das Land nun wirklich bekämen. Wir würden es in Ehren halten. Alle Not und Drangsal wäre von uns genommen. Es käme endlich Frieden und Ruhe. Wir könnten glücklich leben. Eine Warnung an die Politiker. Demokratie kann nur funktionieren, wenn auch in der Wirtschaft Chancengleichheit herrscht. Was nützt mir das Stimmrecht, wenn ich nichts zu essen habe? Wenn meine Kinder nicht zur Schule gehen können? Wer unsere Stimmen will, muss etwas dafür tun. Wenn die Nacht hereinbricht, wird das Gangesufer von Fackeln erleuchtet. Gebete zu Ehren des heiligen Flusses. Wie seit vielen Jahrhunderten in Varanasi. Hier ist Indien unverändert. Vielleicht unveränderlich. Stromabwärts brennen die Totenfeuer. Wen sie verzehren, der findet Erlösung. Der ist befreit aus dem ewigen Kreislauf des Leids. In dieser Nacht erstrahlen noch tausende kleiner Feuer am Gangesufer. Es ist Diwali, das Lichterfest. Und gnädig trägt der Heilige die Wünsche mit sich fort. Versprechen gibt er keine. Nur Hoffnung. Sie haben gesagt, ich sei jetzt ohne Macht, prahlt er. Dann sollen Sie doch mal herkommen und sich das hier ansehen. Lalu hat Hoffnungen geweckt und Zwietracht gesät. Es ist ein gefährliches Spiel, das Spiel mit der Macht in Indien. In Varanasi, wo die Totenfeuer brennen, ist Ramji, der Dalit, noch immer stolz darauf, dass sein Sohn es geschafft hat. Aber in seinem Büro hat er ihn noch nie besucht. Ich komme zwar jeden Tag vorbei, aber ich war noch nie drin. Das möchte ich nicht. Der Junge weiß, du kannst zwar deine Kaste verlassen, aber sie verlässt dich nicht.
Im Büro weiß keiner, wo ich herkomme. Wenn sie es wüssten, würden sie mich anders behandeln. Aber wenn ich eine hohe Position und Geld hätte, dann würden sie so tun, als akzeptierten sie mich. Geld regiert die Welt. Das wollen sie nicht hinnehmen. Nach 26 Tagen sind die Landlosen am Ziel. In Delhi, der Hauptstadt. Die Polizei versperrt den Weg zum Parlament. Die Aktivistin Aruna Roy ist wütend. Selbst wenn ihr auf uns schießt, wir werden nicht weggehen. Wir sind arm, aber die Verfassung garantiert allen die gleichen Rechte. Wir sind keine Bettler, wir fordern, was uns zusteht. Sie sind nicht bis hierher gekommen, um sich einfach abdrängen zu lassen. Es ist ein Krieg um unser Land, rufen sie. Aber Krieg gibt es zum Glück nicht. Die Demonstration endet friedlich. Unsere Forderungen werden überprüft, ruft Aruna Roy. Besser als nichts. Doch wieder mal bleiben nur Versprechungen. Meine Enkelkinder hätten ein besseres Leben, wenn wir... Indien ist nicht mehr zu stoppen. Selbst in der Krise vergleichsweise gut aufgestellt. Seine Bankbilanzen sind relativ unverseucht, seine Wirtschaft nicht so exportabhängig wie die der Chinesen. Aber sein größtes Kapital sind Unternehmergeist, Fleiß und solide Ausbildung. Landeanflug auf Neu-Delhi, die Maschine aus New York. Kein Fleck und kein Fussel darf stören. Der Passagier ist ein Perfektionist. Dr. Naresh Trehan, der berühmte Herzchirurg, war in den USA auf Investorenjagd. Er hat große Pläne. Wir haben viele Patienten, sind technologisch auf dem neuesten Stand und unsere Ärzte gehören zu den Besten der Welt. Als junger Mann hat Dr. Trehan im Ausland sein Glück gesucht. Gefunden hat er es heute daheim, in Indien. Klingt vielleicht arrogant, aber Gott hat uns Indern viel Grips gegeben. Ich bin voller Zuversicht. Für sich und für sein Land. Unsere Zukunft wird riesig. Gleiches gilt wohl für die Medizinbranche. Indiens Luxushospitäler gleichen Hotels mit Gästen, Verzeihung, Patienten aus aller Welt. Eine Milliardenindustrie, der Medizintourismus. Dr. Trehan ist der Superstar mit Skalpell. Der Chirurg operiert wie am Fließband. Wechselt von einem OP-Tisch zum anderen. Unter dem Messer hier ein herzkranker Texaner, der seinen Bypass in Indien viel günstiger bekommt als daheim. Dr. Trehans Herzensangelegenheit ist Indiens Zukunft. Man muss den Moment erkennen und zupacken. Und genau das machen wir. Unterwegs in die Zukunft, die Geschichte immer vor Augen. Am Roten Fort in Delhi sind die Herren der Finsternis aufmarschiert. Und Dr. Trehan auf der Ehrentribüne. Zum Kampf von Rama gegen Ravana. Zum Sieg des Guten über das Böse. Nee. Are coming from abroad. Viele Ausländer wollen Geld bei uns investieren. Sie verlangen ein Schienennetz, Straßen, Energie, Flugzeuge.
Wer seine Tore öffnet, der muss der Welt auch Weltklasse bieten. Das Zeitalter ist global, nicht lokal. Indien ist nicht mehr zu stoppen. Selbst in der Krise vergleichsweise gut aufgestellt. Seine Bankbilanzen sind relativ unverseucht, seine Wirtschaft nicht so exportabhängig wie die der Chinesen. Aber sein größtes Kapital sind Unternehmergeist, Fleiß und solide Ausbildung. Landeanflug auf Neu-Delhi. Die Maschine aus New York. Kein Fleck und kein Fussel darf stören. Der Passagier ist ein Perfektionist. Dr. Naresh Trehan, der berühmte Herzchirurg, war in den USA auf Investorenjagd. Er hat große Pläne. Wir haben viele Patienten, sind technologisch auf dem neuesten Stand und unsere Ärzte gehören zu den besten der Welt. Als junger Mann hat Dr. Trehan im Ausland sein Glück gesucht. Gefunden hat er es heute daheim, in Indien. Klingt vielleicht arrogant, aber Gott hat uns Indern viel Grips gegeben. Ich bin voller Zuversicht. Für sich und für sein Land. Unsere Zukunft wird riesig. Gleiches gilt wohl für die Medizinbranche. Indiens Luxushospitäler gleichen Hotels mit Gästen, Verzeihung, Patienten aus aller Welt. Eine Milliardenindustrie, der Medizintourismus. Dr. Trehan ist der Superstar mit Skalpell. Der Chirurg operiert wie am Fließband. Wechselt von einem OP-Tisch zum anderen. Unter dem Messer hier ein herzkranker Texaner, der seinen Bypass in Indien viel günstiger bekommt als daheim. Dr. Trehans Herzensangelegenheit ist Indiens Zukunft. Man muss den Moment erkennen und zupacken. Und genau das machen wir. Unterwegs in die Zukunft. Die Geschichte immer vor Augen. Am Ruck und ein Junge entkommt dem Fluch der Totenfeuer. Wo Religion Hass gebiert, fürchtet eine Muslimin um ihr Leben. Wo Gandhi Frieden säte, droht eine Ernte der Gewalt. Und ein Kampf zwischen Mythos und Macht. Wer die Augen schließt und an Indien denkt, der sieht wahrscheinlich das. Die Eisenbahn, die das Land zusammenhält in ihrem rostigen Griff. Ein Dinosaurier, ein Monstrum, gutartig zwar, aber angenagt bis ins Mark. Großer Bahnhof für den Chef. Der Mann, dessen Zorn alle fürchten und um dessen Gunst alle buhlen. Lalu Prasad Yadav, Indiens Eisenbahnminister. Auf sein Kommando hören 1,6 Millionen Angestellte. Indiens Bahn ist der größte Arbeitgeber der Welt. Lalu ist mächtig. Und mächtig beliebt ist er obendrein. Viele Leute. Er hat die Bahn modernisiert und die Preise gesenkt.
Aber zufrieden ist er nicht. Ich sitze hier und schaue mir alles an. Viel Müll. Muss man mal einsammeln. Mit Tüten oder so. Das auch. Dreck. Und da sogar ein Hund. Lalu hat es geschafft. Er hat die Bahn aufs Erfolgsgleis geschoben. Huge money. Are coming from abroad. Viele Ausländer wollen Geld bei uns investieren. Ohne Pan läuft nichts. Ein Mix aus Betelnuss und Tabak. Das Pan hilft gegen den Gestank. Aber gegen das, was ich jeden Tag sehen muss, da hilft dann nur Schnaps. Sonst kriegt man den Anblick der vielen Toten nicht aus dem Kopf. Den lästigen Affen ist sie einerlei, die grimmige Würde dieser Siedlung. Und so beginnt Ramjis Tag mal wieder mit der Affenjagd. Los, verschwindet, macht schon. Haut ab! In Enge und Armut lebt die Familie. 6 Personen in 2 Zimmern. Sie fügen sich, wie so viele Dalits, in ihr Los. Aber nicht Raja Babu, der älteste Sohn. Also, ich konnte nicht an den Totenfeuern arbeiten. Ich bin fast erstickt in dem Rauch. Ich wollte viel lieber zur Schule gehen und was lernen. Ich habe Gott um Hilfe gebeten. Glück und Geschick kamen zusammen und sie fanden einen Ausweg. Einmal brachten sie mir den Leichnam eines Professors. Das war meine Chance. Ich sagte, den verbrenne ich aber nur, wenn mein Junge studieren darf. Und dann haben sie ihn an der Uni genommen. Dass wir so leben müssen, ist schlimm genug. Aber unsere Kinder und unsere Enkel, die sollen was erreichen im Leben. Wer was erreicht hat im Leben, der kann hier shoppen gehen. In der Goldsup Mall in Delhi. Gold, Juwelen, Brillanten auf 4 Etagen. Indien hat heute eine Mittelklasse von gut 300 Millionen Menschen, die sich allerhand leisten können. Aber ein tiefer Riss entzweit das Land. Und gleich neben dem Luxusleben gähnt der Abgrund und darin bodenloses Elend. Und Wut. Weil der Geist Mahatma Gandhis im heutigen Indien scheinbar nichts mehr gilt. Nur die wenigsten können lesen und schreiben. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 80 Euro im Jahr. Von hier sind viele aufgebrochen zum Marsch der Landlosen. Auch sein Großvater, der Mann von Frau Devi. Wir haben niemals Land besessen. Alles, was wir haben, ist Armut. Die Familie, 15-köpfig, teilt sich 4 Zimmer. Dazu die Schweine. Wir leben wie die Tiere. Meinen Sie, das tun wir gerne? Vor 10 Jahren schon hat man ihnen dieses Feld versprochen. Aber noch gehört es ihnen nicht. Deswegen ist der alte Mann nach Delhi aufgebrochen. Wir hoffen, dass er was erreicht. Sonst hätte er ja auch hier bleiben können und müsste nicht einen Monat marschieren.
Hoffnungsvoll gehen auch die Kinder zur Schule. Aber wieder sind keine Lehrer da. Der Staat bezahlt sie nicht. Das nächste Krankenhaus hat 2 Kreissäle, aber keine Ärzte. Indiens Bauern können sich buchstäblich keine Krankheit leisten. Es herrscht die nackte, pure Not. Und die konnte Dr. Arjun Singh nicht länger mit ansehen. Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden. Ich komme aus einer Bauernfamilie. Jedes Mal, wenn ich ein Kind sehe, ohne Schuhe, schmutzverschmiert, mit zerrissenen Kleidern, dann sehe ich mich selbst. Deshalb kommt Dr. Singh an seinem freien Tag aus der Stadt, um hier zu helfen. Ohne Bezahlung. Heute 2 Blinddarmoperationen. Der OP, ein Schuppen. Erinnerung an einen schwarzen Tag vor 45 Jahren. Mein Cousin hat damals eine solche Operation nicht überlebt. Er war erst 18 Jahre alt. Mein Vater. Ist es eine Sünde, Moslem zu sein? Was soll man ihnen antworten? Ich bin doch hier geboren. Das ist auch mein Mutterland. Aber sie meinen wohl ein anderes Mutterland. Und darin ist kein Platz für Moslems. Wer andere beherrschen will, der braucht Macht. Und Macht bekommt man nur mit Waffen. Mitten unter ihnen sitzt mindestens einer, der nicht erwarten kann, bis wieder Blut fließt. Der Scharfmacher. Ich bin doch kein schwächlicher Vegetarier. Die dürfen sich nicht vermehren. Man muss ihn niedermähen. Und basta, das ist meine Meinung. Bihar im Nordosten, Indiens Armenhaus. Ein Land voller Schönheit und grausamer Not. Elektrischer Strom ist ein Luxus. Kochfeuer sind aus Kudung und Licht spendet Kerosin. Und auch in vielen Köpfen bleibt es dunkel. Nur die wenigsten können lesen und schreiben. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 80 Euro im Jahr. Von hier sind viele aufgebrochen zum Marsch der Landlosen. Auch sein Großvater, der Mann von Frau Devi. Wir haben niemals Land besessen. Alles, was wir haben, ist Armut. Die Familie, 15-köpfig, teilt sich 4 Zimmer. Dazu die Schweine. Wir leben wie die Tiere. Meinen Sie, das tun wir gerne? Vor 10 Jahren schon hat man ihnen dieses Feld versprochen. Aber noch gehört es ihnen nicht. Deswegen ist der alte Mann nach Delhi aufgebrochen. Wir hoffen, dass er was erreicht. Sonst hätte er ja auch hier bleiben können und müsste nicht einen Monat marschieren. Hoffnungsvoll gehen auch die Kinder zur Schule. Aber wieder sind keine Lehrer da. Der Staat bezahlt sie nicht. Das nächste Krankenhaus hat 2 Kreissäle, aber keine Ärzte. Indiens Bauern können sich buchstäblich keine Krankheit haltet und beiseite schiebt. Die Feuer des Manikarnika-Ghat
brennen seit Urzeiten. Sie verzehren menschliche Körper. Wessen Leichnam hier verbrennt, der findet Erlösung. Den Toten mögen die Flammen die Freiheit bringen. Die Lebenden bleiben gefangen in ihren Kasten. Die Feuer füttern die Dalits, die Unberührbaren. Ramji Chaudhuri ist ein Dalit. Geboren in die Kaste der Totenbrenner. Chancenlos, ausgegrenzt, einer von 160 Millionen Unberührbaren. Ohne Pan läuft nichts. Ein Mix aus Betelnuss und Tabak. Das Pan hilft gegen den Gestank. Aber gegen das, was ich jeden Tag sehen muss, da hilft dann nur Schnaps. Sonst kriegt man den Anblick der vielen Toten nicht aus dem Kopf. Den lästigen Affen ist sie einerlei, die grimmige Würde dieser Siedlung. Und so beginnt Ramjis Tag mal wieder mit der Affenjagd. Los, verschwindet! Macht schon! Haut ab! In Enge und Armut lebt die Familie. 6 Personen in 2 Zimmern. Sie fügen sich, wie so viele Dalits, in ihr Los. Aber nicht Raja Babu, der älteste Sohn. Also, ich konnte nicht an den Totenfeuern arbeiten. Ich bin fast erstickt in dem Rauch. Ich wollte viel lieber zur Schule gehen und was lernen. Ich habe Gott um Hilfe gebeten. Glück und Geschick kamen zusammen und sie fanden einen Ausweg. Einmal brachten sie mir den Leichnam eines Professors. Das war meine Chance. Ich sagte, den verbrenne ich aber nur, wenn mein Junge studieren darf. Und dann haben sie ihn an der Uni genommen. Dass wir so leben müssen, ist schlimm genug. Aber unsere Kinder und unsere Enkel, die sollen was erreichen im Leben. Der Mann, dessen Zorn alle fürchten und um dessen Gunst alle buhlen. Lalu Prasad Yadav. Indiens Eisenbahnminister. Auf sein Kommando hören 1,6 Millionen Angestellte. Indiens Bahn ist der größte Arbeitgeber der Welt. Lalu ist mächtig. Und mächtig beliebt ist er obendrein. Viele Leute. Er hat die Bahn modernisiert und die Preise gesenkt. Aber zufrieden ist er nicht. Ich sitze hier und schaue mir alles an. Viel Müll. Muss man mal einsammeln. Mit Tüten oder so. Das auch. Dreck. Und da sogar ein Hund. Boat is also moving. People are crossing line. Lalu hat es geschafft. Er hat die Bahn aufs Erfolgsgleis geschoben. Huge money are coming from abroad. Viele Ausländer wollen Geld bei uns investieren. Sie verlangen ein Schienennetz, Straßen, Energie, Flugzeuge. Wer seine Tore öffnet, der muss der Welt auch Weltklasse bieten. Das Zeitalter ist global, nicht lokal. Indien ist nicht mehr zu stoppen. Selbst in der Krise vergleichsweise gut aufgestellt. Seine Bankbilanzen sind relativ unverseucht. Seine Wirtschaft nicht so exportabhängig wie die der Chinesen. Aber sein größtes Kapital sind Unternehmergeist, Fleiß und solide Ausbildung.
Landeanflug auf Neu-Delhi. Die Maschine aus New York. Kein Fleck und kein Fussel darf stören. Der Passagier ist ein Perfektionist. Dr. Naresh Trehan, der berühmte Herzchirurg, war in den USA auf Investorenjagd. Er hat große Pläne. Wir haben viele Patienten, sind technologisch auf dem neuesten Stand und unsere Ärzte gehören zu den besten der Welt. Als junger Mann hat Dr. Trehan im Ausland sein Glück gesucht. Gefunden hat er es heute daheim, in Indien. Einer von 160 Millionen Unberührbaren. Ohne Pan läuft nichts. Ein Mix aus Betelnuss und Tabak. Das Pan hilft gegen den Gestank. Aber gegen das, was ich jeden Tag sehen muss, da hilft dann nur Schnaps. Sonst kriegt man den Anblick der vielen Toten nicht aus dem Kopf. Den lästigen Affen ist sie einerlei. Die grimmige Würde dieser Siedlung. Und so beginnt Ramjis Tag mal wieder mit der Affenjagd. Los, verschwindet! Macht schon! Haut ab! In Enge und Armut lebt die Familie. 6 Personen in 2 Zimmern. Sie fügen sich wie so viele Dalits in ihr Los. Aber nicht Raja Babu, der älteste Sohn. Also, ich konnte nicht an den Totenfeuern arbeiten. Ich bin fast erstickt in dem Rauch. Ich wollte viel lieber zur Schule gehen und was lernen. Ich habe Gott um Hilfe gebeten. Glück und Geschick kamen zusammen und sie fanden einen Ausweg. Einmal brachten sie mir den Leichnam eines Professors. Das war meine Chance. Ich sagte, den verbrenne ich aber nur, wenn mein Junge studieren darf. Und dann haben sie ihn an der Uni genommen. Dass wir so leben müssen, ist schlimm genug. Aber unsere Kinder und unsere Enkel, die sollen was erreichen im Leben. Wer was erreicht hat im Leben, der kann hier shoppen gehen. In der Goldsup Mall in Delhi. Gold, Juwelen, Brillanten auf 4 Etagen. Indien hat heute eine Mittelklasse von gut 300 Millionen Menschen, die sich allerhand leisten können. Aber ein tiefer Riss entzweit das Land. Und gleich neben dem Luxusleben gähnt der Abgrund und darin bodenloses Elend. Und Wut. Weil der Geist Mahatma Gandhis im heutigen Indien scheinbar nichts mehr gilt. Nari Sakti Jinda!